Hallo Freunde, Pumping Ercan hier mit der Pumping Sophia Thiel. Hallo Freunde, viele von euch fragen mich ja, ob ich außer Sophia auch andere betreue oder trainiere. Betreuen auf jeden Fall. Trainieren, ist sie meine Trainingspartnerin oder ich habe noch einen anderen, mit dem ich trainiere. Wenn man aber mit mir Personal Training bucht und zahlt, mache ich mit jedem, ob jetzt Bodybuilder, Nicht-Bodybuilder, Bikini-Klasse oder übergewichtig oder untergewichtig ist. Das ist machbar. Sophia, dich fragen bestimmt auch welche, ob du welche vorbereitest oder Betreuung machst. Genau, also ob ich auch jemanden auf die Bühne beispielsweise vorbereite, aber da es mir eben wegen zeitlichen Gründen einfach nicht möglich ist, da ich einfach, vielleicht kommt mal eine Zeit, wo ich weniger zu tun habe, aber derzeit, man muss ja auch diese Person begleiten, man muss sie unterstützen, man muss ansprechbar für diejenige oder denjenigen sein und deswegen wärst du echt der richtige Ansprechpartner, da es mir eben noch nicht derzeit möglich ist. Genau, ich habe ja ein bisschen Einblick auch in dein Leben. Ich meine, wie viele Mails du am Tag beantworten musst, das ist ja unmöglich. Und du musst denken dann, dass die Betreuten auch jeden Tag noch ein, zwei Fragen haben. Es ist wirklich sehr zeitaufwendig, aber ich liebe das. Ich will auch von euch lernen, deswegen mache ich gerne Betreuungen, dass wir das mal mit einem kleinen Video klarstellen, dass dann jeder weiß, okay, wenn jemand sich vorbereiten will, dass er sich an mich wenden kann. Ja, natürlich kann man einfach auch zu jemandem hingehen und sagen, gib mir einen Plan, Ernährungs- sowie Trainingsplan, aber bei nicht jedem mag das funktionieren, vielleicht bei einem ganz geringen Prozentanteil. Aber ich weiß noch, wo ich dann, wo du mich vorbereitet hast für meine ersten Wettkämpfe, ich habe auch irgendwo eine mentale Stütze gebraucht. Da das, wenn man zum Beispiel auch das erste Mal auf die Bühne geht, da man einfach sich selbst auch nicht sieht. Genau, man sieht sich selbst auch mit anderen Augen und da habe ich dich einfach gebraucht. Und ich würde es irgendwann auch sehr gerne machen und da müsste ich auch erstmal einige Erfahrungen vom Ercan kennen, also dass er mich sozusagen anlernt. Genau, es ist sehr interessant, Freunde. Man bereitet sich ja immer wieder vor. Wir haben uns selber vorbereitet. Früher gab es diese Betreuerschicht nicht. Aber wenn ich damals die Chance gehabt hätte, hätte ich auf jeden Fall einen Betreuer in Anspruch genommen, weil das menschliche Beistand sehr, sehr wichtig ist. Und letzten Tage ist man depressiv, aggressiv, unsicher. Es will keiner mehr auf die Bühne gehen. Genau. Diese Unsicherheit oder diese Lockerheit, dass du dich nur auf dein Training konzentrierst und der Betreuer sagt dir, was du zu machen hast. Das ist doch eine bequeme Sache, die man, also ich befürworte mittlerweile, vor allem Sophia hat auch gute Dinge angesprochen. Es muss Sympathie passen. Es ist nicht nur sportliche Betreuung, sondern es ist auch mehr menschliche Betreuung, dass man in eine Ebene mit dem Athleten funktionieren muss. Wir haben in Deutschland sehr viele Betreuer, die sehr gut sind. Sucht euch irgendeinen Betreuer, der euch sympathisch und ist und lasst euch betreuen, bevor ihr so viel Lehrgeld zahlt und Zeit verliert, Freunde. Oder? Genau, so sehe ich das genauso. Okay, das war ein kurzes Video über Betreuung. Ich hoffe, ihr wisst jetzt Bescheid, was Sache ist. Abonniert Pumping Sophia Thiel, Pumping Ercan. Und Daumen hoch, Freunde. Übrigens, ihr könnt mich auch auf Instagram und auf Facebook, die Sophia natürlich auch. Und inzwischen auch auf Snapchat, nicht wahr? Sind wir beide auch dabei. Voll hier fleißig am Snappen. Deswegen Daumen nach oben, Channel abonnieren und alle anderen Kanäle auch noch finden. Sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Genau, alles Gute, Freunde.